So, ein neuer TechView Vlog, diesmal eine kleine Ergänzung zu meinem Cinema Pro Video. Ich habe viele E-Mails bekommen und viele Kontaktvorschläge, die mir gesagt haben, wie man Stabilisierung in Cinema Pro einschalten kann. Dazu muss man einfach nur bei der Objektivwahl oben rechts schauen. Dort gibt es Stabilisierung und die kann man ein- oder ausschalten. Das ist dann nur eine optische Stabilisierung, aber die funktioniert deutlich besser als das, was ich euch bisher gezeigt habe. Elektronisch kriegt ihr dann nur bei der anderen Kamera-App, bei der normalen Kamera-App noch als Unterstützung dazu. Ich würde mir wünschen, dass man hier eventuell dann noch die elektronische irgendwie einschalten kann, um das Ganze noch stabiler hinzukriegen. Ansonsten danke für den Tipp und hier mal ein kleiner Clip, um euch zu zeigen, dass das wirklich gut funktioniert. Jetzt mal Parliament Reserve in Auckland, weil hier zwei Bäume stehen an den Stellen, wo das erste Parlament von Neuseeland gegründet worden ist. Und ich habe die Stabilisierung jetzt an. Und zwar eine laute Straße hier direkt hinter mir. Ich hoffe, man kann mich einigermaßen verstehen. Ich kann mich jetzt mal auch bewegen. Und da werdet man sehen, dass die Stabilisierung doch durchaus gut funktioniert, wenn es darum geht, das Bild zu stabilisieren und auch zu halten. Also ich denke, das ist eine gute Sache und ja, die Stabilisierung funktioniert. Also man kann sie auf jeden Fall benutzen. Sie ist nicht so gut wie die normale Stabilisierung, die noch elektronisch unterstützt wird in der normalen Foto-App oder in der Kamera-App, aber trotzdem eine gute Geschichte. Stabilisierung aktiviert. Normale Gehgeschwindigkeit. Ich denke, die Bildstabilisierung geht vollkommen in Ordnung.